Da ich jetzt letztes Soul Blazer gespielt habe, muss ich mich nicht mal umgewöhnen, weil ein Soul Blazer hat auch alles mit mir geredet. Ganz egal, ob das Sinn macht oder nicht. Und hier redet auch alles mit mir. Es ist ganz toll. Alles unterhält sich mit mir. Ja, was ist das Spiel dieses Prinzips? Quatsch, was ist das Prinzip dieses Spiels? Um Gottes Willen, was rede ich hier? In Mario springen wir ja lustig in Bilder rein und sind dann in irgendwelchen Levels. Und hier ist es ganz anders. Hier müssen wir Bilder komplettieren, um überhaupt Zugang zu den einzelnen Levels zu haben. Ja, bla bla, wenn das Bild komplett ist, dann öffnet sich die Tür. Das erste Puzzleteil haben wir bereits. In der Tasche, cool. Klasse. Drücke A, um die Puzzleteile in die Lücken einzufügen. Das machen wir doch gleich mal. Drücke B. Ja, ist doch gut, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Ich möchte aber einsetzen. Ich möchte doch weiterkommen. Geschafft! Das Bild ist vollständig. Und die Tür zu Mumbus Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Ja gut, da hat sie gar nicht mal so unrecht. Und wir rennen gleich mal in Mumbus Mountain rein. Hä? Ach so, ich dachte schon, dieses... Sah seltsam aus. Tach, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Ja, das ist jetzt normal, also in jedem Level gibt es hier diese Maulwurfshügel, an denen ich dann neue Moves lernen kann. Und jetzt gibt es wieder jede Menge neue Items. Das läuft super! Ihr habt mich gerettet! Grundhilde hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Achso, da komme ich noch nicht hoch. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ja, was in Mario 8 rote Münzen sind, sind hier 5 Jinjos. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein und die Notentüren in Grundhildas Reich zu öffnen. Ja, also in jeder Welt gibt es 5 Jinjos, das ist jeweils ein Puzzleteil. Und in jeder Welt gibt es auch 100 Noten und die Noten brauchen wir eben, um durch Notentüren zu kommen, die in Grundhildas Schloss sind. Also wir brauchen wie immer alles. Beziehungsweise wir möchten wie immer alles haben. Und im ersten Level sollte das auch noch kein allzu großes Problem sein. Aber da sehen wir auch schon rechts. Nein, das andere rechts. Ich meine natürlich links. Am Rand ist unsere Luftanzeige und wenn die alle ist, logisch, ersaufen wir. Also nicht zu lange unter Wasser bleiben. Und den Stier können wir leider nicht besiegen. Den können wir maximal K.O. hauen. Naja, geh weg. Und alles redet mit mir, sogar die Bienenhäuser. Haut ab, lasst mich und meine Leckereien... Quatsch, meine leckeren Honigwaben in Ruhe. Ja, da ich jetzt keine Energie brauche, lasse ich deine Honigwaben auch in Ruhe. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Ich laufe erstmal hier hoch. Das heißt... Ah, ich muss eigentlich... Eigentlich muss ich da auch hin. Ach, das ist ein bisschen doof, weil ich ja erst Fähigkeiten brauche. Damit ich im Level auch alles erledigen kann. Ich gehe erstmal hier hin. Hier gibt es nämlich schon mal die erste Fähigkeit. Und komm raus aus deinem Hügel. Der Huckepacklauf ermöglicht es Kazooie, dich zu tragen und selbst steile Hänge zu erklimmen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den Z-Trigger und drücke den linken C-Knopf. Halte danach den Z-Trigger gedrückt, solange Kazooie dich tragen soll. Klingt interessant. Kann man doch gleich mal ausprobieren. Jawohl. Okay, ich sehe schon. Ja, an der Steuerung müssen wir arbeiten. Wir sind Eier. Kazooie kann lernen, uns als... Ja, okay, Entschuldigung. In jener Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Grundhilda. Ja, ich sammle die Sachen zu schnell ein. Die kommen nicht mehr hinterher, mir zu erzählen, wer sie eigentlich sind. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Ja, warum soll ich diese Welt verlassen? Hallo? Ich muss noch 9 Noten finden und noch ganz viele Puzzleteile. Ich Mumbo Schädel sein. Ohne mich Mumbo machen. Keine Finger grob für Zauber. Achso, ich hab's andersrum vorgelesen. Entschuldigung. Kein Zauber für Finger grob. Nein, kein Finger für Zauber grob. Oh Gott. Ich kann nicht mehr lesen. Es ist alles zu spät hier. Am besten hört gar nicht hin, was ich hier erzähle. Also diese Schädel braucht man, um von einem Schamanen, der Mumbo Jumbo heißt, sich Zauber zu kaufen. Nein, nicht Zauber zu kaufen, sich Verwandlungen zu kaufen. Weil der kann einen in verschiedene Formen verwandeln und verlangt dafür im Gegenzug seine Schädel. Ja, und ich habe gerade 50 Noten gesammelt und das ist wohl genug, um die erste Notentür
zu öffnen. Man sieht schon, dieser Lauf ist sehr praktisch. Ich kann damit jetzt hier alles einsammeln. Nein, nicht runterfallen. Okay, aber ich bin schon wieder hier unten. Und hier möchte ich gar nicht hin, weil ich möchte hier erstmal da oben hin. Ach, es gibt einfach zu viel in diesem Level. Ich möchte am besten alles auf einmal machen. Genau, die lassen wir mal in Frieden. Das sind kleine Termiten. Hier in den Termitenbaum müssen wir auch noch rein. Hey, Kleiner! In Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Ja, ich möchte ja auch noch gar nicht hier lang. Ich möchte nur den Schädel haben, danke. Und wie man sich vielleicht denken kann, hier in diesem Level gibt es natürlich einen Mumbo Jumbo. Und um den zu bezahlen, brauche ich schon mal seine Schädel als Währung. Und wo ist hier der Maulwurfshügel? Bin ich blind oder was? Ja, ich bin blind. Rück raus mit deinen Moves. Ich nenne diesen Move die Kopfgranate. Spring in die Höhe und drück den Z-Trigger, damit Kazooie auch einmal ihr Köpfchen anstrengt. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gewöhne dich lieber daran, Nesthäkchen. Diesen Move werdet ihr oft brauchen. Oh, da hat er allerdings recht. Ja, das ist vergleichbar mit der Stampfattacke aus Mario. Es ist die Stampfattacke aus Mario, könnte man auch sagen. Und hier ist ein Puzzleteil. Oh Gott, ich mache dieses Level gerade in völlig seltsamer Reihenfolge. Ist egal. Und wir reißen die Häuser ein und sammeln Noten, die aus den Häusern rauskommen. Klingt seltsam, ist aber so. Hallo, ich möchte nicht an den Noten vorbeilaufen, ich möchte sie einsammeln. Okay, der hat sowieso nur gestört. Und hier in den Häusern ist auch irgendwo ein Puzzleteil. Keine Ahnung wo, aber irgendwo wird eins sein. Oh, und da sehe ich noch ein Puzzleteil. Sind überall Puzzleteile. Na gut, ist doch das erste Level. Da müssen die ja überall sein. Hey! Rache. Und der letzte Jinjo. Und ein Puzzleteil. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist wahrscheinlich gleich noch ein Puzzleteil hier drin. Ach nee, ein extra Leben. Und ein Puzzleteil. Okay, wo geht's jetzt hin? Nach unten. Genau, hier sind Noten. Und Noten sind immer gut. Noch mehr Noten. Ah, wieder ein Puzzleteil. Ja, das ist natürlich logisch, dadurch, dass es erst das erste Level ist, sind die Puzzleteile noch nicht sehr schwierig versteckt. Also spätere Levels werden logischerweise auch größer und die Sachen sind besser versteckt. Und man muss auch mehr machen, um die Teile zu bekommen. Gut, ich hoffe, jetzt habe ich hier alle Hänge abgeklappert. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, und hier gab es doch auch noch was. Genau, da gab es auch noch was. Komme ich da heile hin? Ich probiere es einfach mal. Ja. Gut, da war nämlich eine Honigwabe. Hat man vielleicht schlecht jetzt gesehen, aber da war auf jeden Fall eine. Okay, dann kann ich endlich hier hingehen. Und da ist ein großer, dicker Affe. Das ist Baum von Konga. Ich treffe einen Bär mit Orangen. Hey, das ist Kongas Orange. Zurückgeben. Orangen sind lecker. Ja, da hat die Orange allerdings recht. Füße weg von Kongas Schaltern. Na, warum denn? Hey! Nicht mich mehr werfen. Oh, ist der doof. Nein, du hast keinen guten Treffer gelandet. Genau. Wunderbar. Schlauer Bär findet Kongas Gold. Naja gut, das war nicht allzu schwierig. Und Teil 6 ist unser. Und die Orange, die wir gerade gesammelt haben, die brauchen wir an dem kleinen Affen hier zu bestechen. Also den kleinen Schimpansen. Shimpi liebt Orangen. Shimpi wird dicken Bär und lustigen Vogel helfen. Das ist immer gut. Puzzleteil. Nummer 7. Und Eier, 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 Eier. Und der Maulwurf. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Das klingt gut.
Ich bin ganz Ohr, Erdwühler. Halte den Z-Träger und drücke den oberen C-Knopf, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Hm, klingt super. War das alles? Fast. Drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch! Das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Ziel genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogel dann bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. Okay, und jetzt... Ach, jetzt heilt er mich noch. Okay, gleich wieder da. Oh, ich habe schon alles gelernt, was man in dieser Welt lernen kann. Gut, bin gleich wieder da. Ich muss nur schnell Video schneiden.